Blick. Don Gallone? Die hat diesen Blick dicht. Das ist ja nicht, was du schon sagst. Nee, die hat Stärke. Das sind meine Augenbilder, das hat man gesehen, ja. Aber es ist auch so verdammt. Aber, na, trotzdem, aber die dunkel. Gasstrahllampen hier, die sind. So blind bist du nicht. Hat ein bisschen, ja, schon, aber. Aber na, alles klar. Frankie in Nadelstreifen muss oder Sonnenbrille tragen. Das ist Schutzbrille. Ein bisschen dunkler kriegt der Heine so eine Brille. Ja. Ja. Ich will auf einen. Willst du heute nicht zeigen, Netz? Bist du auf der Flucht oder was? Ja, ich wollte heute eigentlich Elvis. Kimmel auf der Flucht? Ich wollte eigentlich Elvis kommen. Elvis soll kommen? Elvis, ja, Elvis. Ein Elvis oder der Elvis? Elvis, ich bin Elvis. Das du bist Elvis. Das Elvis. Dann in so Ghetto uns mal. Was machst du denn da jetzt eigentlich? Das kommt bei raus, wenn Leute mit Sonnenbrille auf und Nadelschleifen an so versuchen zu heizen. Nochmal richtig einheizen hier. Das ist ja, ja, wieso? Das hast du ja in der Hose eingesaut. Wie siehst du jetzt aus, Mensch? Wirklich. Ja, ich sag mal, für Hose, ich kann sowas. Der Second-Hemd-Anzug. Mama wollte jetzt mit dem Taschentuch kommen, rausspucken und sauber machen. Second-Hemd heißt das. Second-Hemd. Second-Hemd. Hemd. Ja, so, hast du mal. Second-Hemd? Ja, bitte. Zeckenhemd. Ein Zeckenhemd, ach so. Messer oder was? Oder ja, Messer, bitte. Messer habe ich hier. Ja, ich muss halt Brot schneiden. Das muss man noch vollführen. Brot wird schlachtet. Ach du Scheiße. Ja, aber das Messer. Hast du Säge haben. Hast du jemand was wollen? Ich hole eine Tüte Chips oder was? Oder Alex, hol doch mal was. Was soll ich holen? Oder ist der Bäcker noch? Ist der schon zu, oder? Bäcker ist zu, ja. Halb neun ist Bäcker zu. Ah nee, nicht immer nur in eine Richtung. Was? Nicht immer nur an Ende schleifen. Nee, das war so. Ja? Ja. Dann ist unsere Maschine falsch, die schlüpfen den gerade nicht. Ja, also. Das gab es eigentlich, wir haben wieder ein halbes Ding. Ja, vielleicht fünfmal benutzt das Messer. Also wenn, ist es von Hause aus irgendwas falsch gelaufen. Kannst du Oliven noch holen, Alex? Oliven sind gut zu Weißbrot. Ja. Aber wenn sie nicht so eine Salzchen, also nicht ganz Salzchen, die so verrückt. Hat dein Späti denn noch so mit? Ich weiß es doch nicht. Den wurde der verboten. Gibt er die extrem Salzchen, wisst ihr? Der hat verboten Lebensmittel. Ja, hat der verboten wurde. Nee, unser hat es um die Ecke. Ich geh da mal kurz hin. Der um die Ecke hat? Ja. Hat du schon einen Fahrschein mit Rad? Der vorne, der Olivenspritzer. Hast du da einen Fünferflaschen oder so? Ja, ich krieg's den. Nicht, dass ich nicht jetzt da stehe und dann ein Profi. Fünfer. Nee, die Fünfer brauche ich nochmal zum Wechseln. Ja, Tommy, ich hab doch noch ein Problem. Was denn jetzt noch? Naja, da Dennis ja nur jetzt ausgefallen ist und jetzt irgendwo am Müggelsee liegt. Am Lümmelsee. Am was gibt's denn jetzt für Probleme, um Gottes Willen? Naja, der wollte mir eigentlich heute den Fernseher abrufen mit 40 Euro, weißt du? Jetzt hat er eigentlich die Rechte, so, jetzt kommt der ja nicht. Ach, jetzt hör doch mal. Jetzt würde ich fragen, ob du mir einen Pfund bis morgen leihen kannst, eigentlich Standmieter habe. Für einen Pfund im Monat. Wieso willst du nicht verkaufen morgen? Doch, schon, aber ich hab keinen Bock, der ist wieder ein Jahr, warte mal, ich muss immer verkaufen und ist der ein bisschen so ein Druck. Tommy muss wieder Geld. Du musst nicht, aber du kriegst ja Geld morgen ist immer. Geld ist immer links und rechts, nicht morgen nicht bitte. Vielleicht, naja, oder du kommst vorbei, aber ich weiß nicht, ob ich denn da bin, weißt du? Nee, dann ist ja Blödsinn. Also dann ich Montag. Bin ja wahrscheinlich da, aber du musst dann halt... Aber Montag wahrscheinlich hier. Ist auf Nachmittag, weil Montag früh bin ich in Spandau draußen. Da muss ich mit meiner komischen Verein da zum Wohnungsamt. Ja genau, du hast ja nicht eingetragen. Boah. Ja. Das ist ja... Dritte Sitzung des Karnevalvereins. Und nächstes Mal, Wolfgang, nächstes Mal musst du an deiner Verkleidung noch was ändern. Was? An deiner Verkleidung. Ja, also wirklich. Ab jetzt haben wir hier mit wie heißt das Motto hier? Motto-Party. Ja, nicht Motto-Party, sondern zumindest ein, Na gut. Ich hab das Brot auf alle Fälle irgendwie geschnitten. Also jedes Mal mit derselben Jacke kommen, geht nicht mehr. Ja, ich nehme was. Also, da war mal gewohnt, ziehen wir halt anders an. Genau. T-Shirt. Vielleicht auch noch eine Brille oder so, ist so ab und zu mal so ein bisschen. Ja, Brillenwechsel. Halt. Brillenwechsel. Brillenwechsel ist ganz wichtig, ja. Ja, ab und zu. Ich hab ja keine andere Brille. Und so, ne? Dann sieh so. Zu. Apollo bietet gerade 2 für 1 an, weißt du? Da kannst du 2 Brillen, eine Brille kaufen und 2 kriegst du. Ja, Wolfgang. Und die dritte kriegst du dazu. Wolfgang hat auch kein Geld. Da bringst du das wieder zum Thema. Wolfgang, wie viel Geld hast du denn im Monat, am Ende des Monats, immer noch so zur Verfügung? Du musst Anfang des Monats kaufen. Warte doch mal. Ich habe so, was ich von meiner Rente übrig habe, meinst du jetzt? Ja, was bleibt denn so übrig? Ja, wenn ich jetzt viel durch habe, ich spare, dann zusammen 20 Euro. 20 Euro, jetzt überleg mal, nee, warte doch mal.
Anni. Das ist aber, ja, Anni, aus Anni, Euro Anni, ist gut. Anni. Wie lange hast du gearbeitet, Wolfgang? Ja, das ist frecher. 43 Jahre. Ja. 43 Jahre hat er ja. Was kriegst du denn, darf man das, willst du denn mal sagen, was kriegst du denn Rente? 810 Euro. 810 Euro. Ja, so. Ja. Er hat 20 Euro übrig, also am Ende des Monats hat 43 Jahre gearbeitet. Dann kriege ich 50, je nachdem. Dann reiche ich mein Amt, ich muss den Bürgern einreichen. Ja, ich weiß. Meine Miete. Muss praktisch noch, obwohl du gearbeitet hast, dein Leben lang, musst du jetzt trotzdem noch bitte machen, dass du erst leben darfst. Ne? Und das ist eine Frechheit einfach. Einmal haben sie mir rausgeschmissen, was willst du denn hier, also, oder da warst. Wie, was, wieso? Das ist wie so ein... Wieso? Die haben mir, pass auf, ich... Ja, so nicht jetzt, nicht sterben, ja, schon wieder. Die haben mir was aufgeholt, ja. Die haben mir geschrieben. Drei Briefe hat gekriegt. Ich sage, toll, ne? Im April wollen sie wissen, was ich für Rente kriege. Da wissen wir was? Die können mir mal im Hof blasen, sag ich so. Ach, war frech. Naja, sie müssen auch ihre Rente haben. Also die Rente gibt ab 1. Juli, kriege ich die. Ja. Und wenn ich die kriege, dann kriegen sie auch meinen Rentenbescheid. Das ist auch mein selbe. Ja, ja. April war die Rente genauso wie im März, sagst du. Ja, auf, das will ich ja sagen. Ich sage, ich wüsste, was ich kriege. Ja, so nee, ist. Na klar, sag ich, wie arbeite ich dann mit meiner Rentenversicherung zusammen? Wird er nicht mehr? Ja, wird er mehr. Und wenn ich was kriege, sag ich, vor meiner Rente habe ich ja nicht. Sag ich, das nehmen sie mir ja weg. Ich krieg zwar 30 Euro mehr Rente, aber trotzdem. Ja, 30 Euro. Ja, und die behalten sie ein. Wenn du das Verhältnis siehst, 42 Jahre gearbeitet, ja, um am Ende der ganzen Zeit noch Bittsteller zu sein, willst du? Noch Bittsteller zu sein, ja, das ist natürlich schwierig, wa? Andere Leute richtig reich gemacht damit, bist du mit einer in der Arbeit und selber bist du halt. Ja, das ist. Ich krieg meine BVG-Karte, die kostet ab Juni. Und 28 Euro, jetzt hat er 36, also was bleibt mal. Was ich auch voll oft hast, so bei Müttern, weißt du? Ja. Die halt ihr Leben lang Mütter sind, haben sich drei Kinder auf die Welt gebracht, weil ihr Leben lang Mutter gewesen, ja, haben einen Haushalt gemacht und alles, weißt du? Ja. Und Rente ist nicht. Ja, ja, ja. Was soll denn sowas? Ja, das ist nicht anerkannt. Das ist ja nicht anerkannt. Ne? Ja, nein, aber Hausfrau ist ja. Was wäre, wenn es keine Mütter geben würde, weißt du? Ja. Da müssten wir die Flüchtlinge aufnehmen, weil sonst wir auch immer, wenn wir nicht hier langsam. Und von meiner Rente, die ich noch habe, da zieht mir noch 30 Euro ab, damit ich mir meinen Garten halten kann pro Monat. Ja, das ist ja auch richtig. Du brauchst ja auch irgendwas. Ne? Was hast du denn davon? Du hast die ganze Zeit gearbeitet, jetzt hast du Zeit ja auch für den Garten. Ja, guck mal, ich bin ja die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe keine Zeit für den Garten. Ich kann mir das gar nicht leisten, gerade den Garten. Ich hab nur Kinder. Für den Alter mal ein? Kann ich mir nicht leisten. Ja, das ist ein Problem. Bleibt ja nichts übrig. Ich habe meine Ben-Hobbys. Am besten. Wenn ich alleine wäre, ich hätte keine Familie und hätte so einen Job wie den hier, dann würde ich auch in die Rente richtig reinbuttern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also letzten Tag einen Tipp gesehen, war eine Sendung über Autos, weißt du? Ja. Automotorsport, du gehst nicht. Und da haben sie gesagt, die beste Altersversorgung wäre eigentlich, sich heute ein Auto zu rufen, wo man muss ein bisschen Ahnung haben, weißt du? Wo man weiß, das Ding ist in 20 Jahren der absolute Klassiker, weißt du? Gibt es so, kann man ja abschätzen bei jedem Modell, weißt du? Die gibt es später erst, ne? Erstmal ist mit einmotten, richtig einwachsen, wegstellen, weißt du? Und wenn er alt ist, zu rufen. Nur eins? Achso, hier. Hast du noch eins? Nee, denk dir nicht, Alter. Nur eins? Willst du noch eins? Na, eins für ihn. Hast du eine bessere Rendite als auf Jult? Wenn du ein Jult-Alter mal triffst. Wenn du ein Jült-Mäßchen für hast. Nee, das ist nicht da. Der Rente war genauso ein paar. Das war ja mal nix. Ja, war richtig. Also, das war eigentlich grenzt schon an Betrug, was die Menschen gemacht haben. Wenn mir jetzt gerade einer sagt, komm, ich geh mit dir ein und hier bei meinem Mann bei Kaufler, da sucht sie aus, was da ist. So. Ich hab einen Kopf vorhin kennengelernt, zu meinem Geburtstag, der ist ja gleich. Ja. Wir zwei Wochen vielleicht. Sommeranzug oder was? Kann ich mal wieder halten. Warum heizt du den Wahnsinn? Ich selber. Ich hab Brot, Butter und Wurst und Käfer. Ich hab das auch. Ich bin eigentlich hier nicht da. Ich muss nur mal wieder eins anschaffen. Aber. Ist ja verdunstet. Das sind meine drei Hobbys da. Mein Angel, mein Garten und dann. Ich hab noch eine schmale. Die Hühnerkammer, so eine kleine. Ab und zu noch mal ein bisschen da durch die Gegend rufen, aber wenn ich zum Angeln einen richtigen Partner hätte, der wirklich mal mitspielt, aber
dann würde das mehr Spaß machen. An den alten, den ich da habe, kann der eine Pfeife rauchen. Naja, das ist aber das andere. Ich weiß, ja, was aber angeln tut man ja eh alleine. Genau, quatsch mal eh nicht miteinander. Das ist Meditation. Ja, wenn mein Hobby, mal, ja. Ey, angeln ohne Köder ist am allerbesten. So. Da hast du nicht so viel zu tun. Alex, wir haben draußen auf der Treppe steht Kresse. Nee, ja. Petersilie. Noch besser als Angeln ohne Angeln. Und die ist in einer Schale drin, in so einer Glasschale. Da kannst du ja mal, so nett sein, die Glasschale kurz durchspülen. Ich komme hier nicht raus, bin die Fangner in meinem Keller. Ja, oder einfach nur mit Besteck geht ja auch. Wolltest du durch oder was? Jetzt so, was ich sagst. Nee, ist alles gut. Du wolltest ja nicht durch. Ne? So sieht's aus. Ja. Die sind ja schon offen. Ja, wirklich. Kauf dir offene Olivengläser hier. Kosmetiktäschchen ist da. Der Arztkoffer. Hast du unterschrieben? Ja, fein. Ja. Was hat er nicht geschrieben? Naja, mit Kürzel. Kann doch mal mit Namen Leserisch unterschreiben, wenn er wollte. Männlich? Nee. Ja. Trifft zu. Männlich. Du kommst nicht zu schmale Brett. Metro. Das schmeckt aber gut. Wolfgang? Schrankenwärterausbildung? Na, zweimal. Hat er. Für rechts und links diese Schranken. Ja. Geschlechtskrankheiten? Alle durch. Okay. Und die welche Dosis, Herr Doktor? Was wurden die für eine Medikation? Alles. Alles? Ja. Immer Maximum. Sind wir d'accord? Immer Maximum. Ich gehe d'accord. Maximum. D'accord. Dosis Maximum. Mein Assistenzarzt und die Schwester. Ich esse schon mal die Oliven auf. Schwester Wolfgang. Schwester Wolfgang. Okay, wir machen eine Drainage, oder? Alles klar, ja. Ja. Ja, okay. Ja, ist überhaupt kein Problem. Alex hat sein Essen. Gib mal Brot bitte, Schwester. Schwester, Tommy. Ich bin Mate. Heute ihn. Genau. Mach die mal alle zusammen, dann bleibt die Kälte. Die Trauer sind wir ja. Ja, den Schwenkkreis brauchst du ja. Achso. Kohle raus. Hast du ein Kabel mit einem normalen USB auf nicht ganz kleinen USB, sondern die etwas kleineren? Ich habe keine Ahnung. Na doch, du hast Ahnung. Ich weiß, dass du Ahnung hast. So in der Größe hier, weißt du? Nee, halt keins mehr. So ein Ding. Weil die Lampe vorne drin hier hat sich gerade verabschiedet. Ich habe zu Hause die Mini-USBs. Na die hier? Ja, zeig mal. Ja, genau. Kann ich kurz mal die Lampe anschließen? Ja, muss die Lampe hier ran. Ja, genau. Das ist genau das, was ich wollte. Le Tata! Der frische Franzose! Ah, excellent! Merde! Also ich hab Hunger, ich esse. Ja, mach mal. Essen ist gut. Wolfgang, danke für das Brot. Wir sind zusammen. Aber ich hab gerade zu Hause Abend gegessen. Alles gut? Sind die Oliven nur für mich? Fantastisch. Also mal so aus. Ja. Du sollst auch die Schale kurz auswaschen, damit du was hast für die. Achso, du kannst es ja da drin rühren. Das so da, die so, meinst du so. Ja. Ja, hier rein da einfach. Gib mal ein Brot her. Oh Gott. Wer hat denn geschnitten? Naja, ich konnte nicht, das war eine Spitzlinge. Ja. Spitzlinge. Mit einer Spitzlinge kannst du mal nicht so. Spitzlinge. Gib doch mal her hier noch ein Messer. Wolfgang, das Brot ist fantastisch. Fantastisch! Jetzt hätte nicht besser hättest sein du ja auch ein Brett unterlegen können, dann hättest du um der Spitzklinge schreien können. Ich hatte doch kein Brett gehabt, das hat er doch. Die Vorbereitung ist also mangelhaft. Natürlich. Immer. Deswegen ist das hier für mich Fahrradkeller. So. So, wir hatten gerade das Thema Rente. Heute Viererrunde, ja? Rente? Sind wir schon im Thema? Ich dachte, wir. Ja. Naja, ich quatsch ja immer vorne weg. Wir waren dabei, dass Themen. Wir gesagt haben, dass eine Schweinerei ist, über 40 Jahre zu arbeiten. Na, Wolfgang, Wolfgang. Und der Sozialfall zu sein. Wir haben ja nur einen Rentner hier gerade, jetzt Wolfgang. Hallo. Ja. Moin. Soll ich das einfach da oben abschließen? Oder? Ja. Und dann Schlüssel hier vorne irgendwie reinlegen? Ja. Vorne ins Gästebuch noch eintragen, bitte. Na, ich erinnere mich an die. Achso, die liegt ja hier. 80er nee, Jahre, wo die IG Metall. Also, wo man demonstrierte für. Rente ab 58, damit die Jungen ein bisschen nachrücken können. Wir redeten über eine 30 Stunden, 35 Stunden, 72 Stunden.
67, ja? 67, ja, darfst du dann direkt in die Geriatrie einfahren. Und was heißt auf Rente? Du kannst, gut, die meisten Alten können sich ja nicht leisten, sondern die müssen ja in die Rente, müssen nur arbeiten. Flaschen sammeln. Wollt ihr was haben davon? Oder? Ja, ich bin ja dabei. Möchtest du nur durchknieten? Also wirklich, das ist so eine Verarschung. Hast du ein Messer? Messer haben wir da für 17 und runter. Und denn bei diesen hohen, horrenden Beträgen, die wir zahlen, wisst ihr? Wie, was hast du denn bei 1 Abzüge? 46% oder was, wenn der Kinder... Ja, ja, ich glaube, 46, 48. Hast du fast die Hälfte Abzüge von den ganzen Verdienst. Wisst ihr, wie viel auch von Rentenanteil ist? Oder hat da einer was geklaut? Mit den Händen, hast du auf Kamera. Joris ist ein Rentenanteil. Ciao, ciao. Tschüssi. Danke. Joris Rentenanteil, 13,8%. Ich hab keine Ahnung. Was davon zahlst? Ich hab den Mund voll. Und das ist echt eine Frechheit. Ich habe gesagt, man sollte sich lieber zusehen, dass man in der Zeit, wo man jung ist, noch ein bisschen zusammenspart, sich davon einen Oldtimer kauft, den richtig guten ist, den richtig einmottet, noch 20 Jahre wegstellt und den raus und verkauft. Weißt du? Da haben sie mir. Hast du bessere Renditen als mit Gold? Ja, ja. Wird es gerade zum Richtung gebracht. Weißt du? Da meinst du, was sie mir alt geschickt haben? Das ausfüllen, das ja. Da hat er zu viel. Jeder, du darfst nicht, wenn du nicht total nimmst, dann musst du achten. Ja, die Arbeit wird nicht mehr. Wer hat ein Geschirr? Ich brauche noch eine Gabel, bitte. Achso, wo ist denn das Geschirr? Ja. Und nochmal ein neues frisches Messer. Ich bin mit dir. Körperliche Arbeit wird nicht wirklich gelohnt. Die muss entweder irgendein Manager sein und musst eine Million schon in der Zeit verdienen, weißt du? Oder du bist halt unter dem Arme. Oder hast irgendwie was zur Seite gelegt für dich selber, weißt du, privat. Aber die komischen Dinger hier mit Riester-Rente und was sie eigentlich gemacht haben, ist doch alt. Eine Lake. Eine Lake. Lake. Naja. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, irgendwie so. Weil du, wenn du zu früh in Rente gehst, die Leute gehen dann ins Ausland, kaufen sich dann irgendwo im Ausland eine Wohnung, lassen das Geld da. So war doch früher auch. Und entziehen sozusagen. Sind raus. So hält man die Leute hier im System. Ja, klar. Du brauchst nicht neu einstellen, die Leute, die jungen Leute, du kannst mal geben. Was trotzdem ist das? Also. So. Das klar, ist ja am lukrativsten für dich. Du bist ein reiner perfider Plan. Das ist einfach die reine Profitgier und danke. Hauptsache, ich glaube, der Rest ist der Marsch vorbei. Ja. Aber ich frage mich, wie lange noch hingehen soll, weißt du? Also, besonders, ist ja auch nicht, da ist ja auch keine Besserung in Sicht. Die Altersarmut ist ja ständig am Steigen, weißt du? Wenn er jedes Jahr mehr armer Alte. Und es wird auch nicht in Zukunft nicht weniger werden. Ganz im Gegenteil.